Jo, guten Morgen, guten Abend zusammen. Es ist hier nochmal ein Anliegen wegen einer Person in SC, in Secret City. Eine Person, die eben überhaupt nicht weiß, was Schluss ist. Also ich kann nur sagen, ja, also dass eben diese Person Chris, ja, oder auch Mr. Saphir Dragon, so wie er zum Schluss hieß, mit Unterstrich zwischen Saphir und Dragon. Saphira, Entschuldigung, Mr. Saphira Dragon, ja. Eben Miyako gedroht hat, er wird Mist über mich erzählen, was er dann auch tut. Womit er sich allerdings eigentlich nur selbst stresst und nicht mich. Das Problem ist aber, dass er eben auch damit auch andere stresst. Andere Freunde von mir, Bekannte von mir, andere Familien, mit denen ich befreundet bin, in SC stresst er. Ich habe ein kleines Problem mit dir, Chris, und muss es ganz ehrlich sagen, weil du nur Scheiße laberst. Und es bisher auch nur getan hast. Du regst dich auf, angeblich, weil ich die Wahrheit sage. Ja? Du willst es auch anzeigen, dass ich die Wahrheit sage. Du kannst gerne eine Anzeige machen, ja. Diese Post von mir auf eben im Blog, eben auch, dass ich geschrieben habe, was mit der Mel los ist, dazu stehe ich. Ja, und diese Mel braucht Hilfe, ja. Die hat einen Schwager bei sich, wie gesagt, wie ich es auch schon geschrieben habe, der seit 3 Jahren in der Haus, der sie nach ihrer eigenen Aussage, das haben mehrere mitgekriegt, da bin ich nicht der Einzige, ja, nach ihrer eigenen Aussage, sie sexuell angefasst hast. Und du sitzt dann da als Freund, ja, und spielst mit dem Pokémon und frisst mit dem Pizza. Wo ich nur sagen kann, what is it for shit, ja? Also, peng, ja. Da geht mein Gehirn durch, ja. Chris, du willst mir erzählen, ich wüsste nicht, wie man mit einer Frau umgeht. Erstens werde ich eine Frau sowas nicht zulassen. Ja, wenn meine Frau jemand wäre, der sie sexuell belästigen würde oder sonst was, oder sie unter anderem als Hure bezeichnen würde, was dieser Schwager auch getan hat, er hätte uns auch alle als Huren bezeichnet, wir wären alle Hurenkinder hier, die in Skype gewesen wären, zumindest in der Familienkonfi. Und ich kann nur sagen, Chris, wenn du halt eben dann nochmal mit so einem Pizza isst, ja, während er da auch noch genüsslich mit dir Baller spielt oder PlayStation, was ihr da habt, keine Ahnung, ein Konsolenspiel spielt, ja, wie die kleinen Kinder, ja. Tut mir das ehrlich leid, tut mir mehr leid, ja. Die Frau, die sexuell belästigt wird, die 3 Jahre lang terrorisiert wird von einem Schwager, den du als Mann, ja, nicht gebacken kriegst, auf die Straße zu setzen. Ja. Und dann willst du eben mir dumm kommen und der Familie, du meinst, dich bei uns auszulassen, weil du scheinbar real und auch eben virtuell Probleme hast, deine verbale und auch kommunizielle Verhaltensart unter Kontrolle zu haben. Wie gesagt, du beleidigst Leute nur, du beleidigst auch mit unter anderem Aussehen, Gewicht, Herkunft, ja, ob es Ausländer sind, beleidigst auf Türken rum, beleidigst auf behinderte Menschen rum. Und du behauptest ja immer, du wärst Security, Typ irgendwo, ja, dass du irgendwo arbeitest und so ein Security-Ding da rum da. Was ja angeblich so geheim ist. Das ist ziemlicher Bullshit, finde ich, weil du arbeitest nirgendwo mit deinem Verhalten. Ja. Du hättest einmal auch erzählt, dass irgendwo eben eine Chefperson zu dir gesagt hätte, eben auch, dass du eine rechte Sau wärst oder Nazi oder sonst was, weil du eben einen ausländischen Arbeitskollegen angepackt hast. Das war sicherlich irgendwo nur so ein Testlauf, ja, dass man dich irgendwo getestet hat und du eben auch einen auf den Deckel gekriegt hast, ja, lieber Chris. Ich kann nur sagen, eben, du warst mir von Anfang an ein Dorn im Auge in der Familie. Ich habe dich nur geduldet wegen Mel, das weißt du auch. Ich habe es dir auch von Anfang an ein paar Mal gesagt. Ich habe es auch in deiner Gegenwart gesagt, dass ich ein Dorn im Auge mit dir habe, dass wir uns nicht koscher sind. Und eben, dass du die Beine stillhalten sollst. Was du mir auch eigentlich versprochen hattest, ja. Du hast versprochen, du hältst die Beine flach. Ich wollte da nur mit dir reden. Weil du eben in der Familie angegriffen hast. Ja. In der Familie beleidigt hast. Und du das nicht eingesehen hast und dann meintest du, mir frech zu kommen. Ne? Und ich lasse mir das nicht bieten und ich werde dann auch frech. Wenn du mich anpisst, Junge, pisse ich dich auch an. Ja. So, das ging natürlich so weit eben, dass ich dir dann nochmal vorgehalten habe und dann eben auch deiner Mel und eben auch dein Schwager. Ja, wenn ihr meint, dass ihr Hurenkinder seid, dann seid ihr eben Hurenkinder, ja. Wenn du mit so einem Typen frisst, der sowas verbreitet, ja, dann seid ihr es auch, ja. Dann kann ich das nicht ändern. Dann nehm das Scheißding an, ja, da regst du dich nicht auf. Da machst du keinen Finger krumm in real, ja. Aber virtuell hast du so eine große Fresse. Ich kann dazu eben auch nur sagen, du hast dann gesagt, du willst mich ja schlecht machen in der Szene. Mach das nur, mach das ruhig. Wie gesagt, das ist nicht mein Stress, das ist dein Stress. Ja. Weil du legst dich die ganze Zeit jetzt auch mit anderen Familien an. Mit anderen Personen, anderen Familien in der See, indem du Scheiße laberst, indem du auch Stress machst, indem du sie auch beleidigst. Ich bin ja nicht der Einzige, ich bin ja nicht der Einzige, der beleidigt wird, es ist auch nicht meine Familie, die als Einziges beleidigt wird, sondern Chris, du beleidigst hier mega viele User, du beleidigst hier verschiedenste Familien und eben ist es auch so und es ist auch Fakt eben gegeben, dass du Rose Dragon zum Beispiel auch real bedroht hast, ja, dass ihr real gedroht hast, dass du zu ihr kommst, ja. Und irgendwo hört dein rechter und asozialer Scheißgedankenweg mal auf, ja. Sowas brauchen wir in der Szene nicht, ja. Sowas brauchen wir in keiner sozialen Plattform. Sowas brauchen wir auch nicht in Deutschland und unserer sozialen Demokratie. Und da kommen wir wieder zu dem Knackpunkt, dass du sagst, ich wäre eine linksradikale Sau. Definier mal für mich linksradikal, ja. Weil ich würde ja gerne wissen, wo ich linksradikal bin. Ja? Bin ich nicht, ja. Sondern ich bin ein sozialer Mensch, der einfach sagt, so eine rechte Scheiße gehört hier nicht rein. So. Ich kann nur sagen, dieser Chris will Scheiße herumlabern. Labert ihm auch rum, ich wäre eine linke radikale Sau oder sowas. Ich bin nicht linksradikal, ich bin in keiner linken
Partei, ich bin auch nicht irgendwo, dass ich mich links mit Leuten zusammenhorte zum Beispiel und sage, wir müssen jetzt den rechten Chris verdonnern oder sowas, ja. Ich bin nicht der Antifa oder sonst was, ja. Keine Ahnung, was der sich einbildet. Dazu nicht nur mal Stellung, sage ganz klar, dass das Müll ist. Das ist genauso Müll wie alles andere, was er von sich gibt. Und ich kann eben nur sagen, mach weiter so, Chris. Du baust dir hier Stress auf, du beleidigst dabei auch andere Leute, die nicht deiner Meinung sind. Ja, also wenn jemand der Meinung ist, nein, der Lord, der ist nicht so falsch, der ist auch nicht linksradikal, dann bist du gleich am Beleidigen mit Schlampen und Fotzen und verpisst euch und sonstigen Kram. Wahrscheinlich auch wieder scheiß Türken oder was du auch immer da an Beleidigungsspannweite hast, ja. Ich kann eben nur sagen, ich habe auch Screens gemacht, auch Screens eben von der PN, die du über Mel missbraucht hast, ja. Eben auch, weil deine Mel ja so hörig ist, die Frau, und sich nicht wehren kann gegen die Männer. Ja. Ein Mann hat sie bei sich zu Hause wohnt, der seit 3 Jahren da wohnt, der sich da eingenistet hat und machen kann sozusagen, was er will. Dann kommst du auch noch und du erzählst mir, ich kann nicht mit Frauen umgehen, so wie du Mel schon angeschrien hast. So würde ich mit keiner Frau umgehen. Ja. Dass du dort mit dem Schwager, der sie sexuell belästigt hat, Pizza isst, zusammen Spiele spielst, würde ich in Real niemals zulassen. Ja. Der Macker wäre bei mir schon längst aus der Wohnung raus. Der wäre auf der Straße und es wäre mir völlig egal. Es würde mir im Arsch vorbeigehen. So, ich kann nur noch mal sagen, hier an alle, ja, alle, denen Chris hier Scheiße erzählt, irgendwas, macht euer eigenes Bild, ja, und ich weiß, meine Leute tun das sowieso. Eben aus meiner FL, ja, die werden sich ihr eigenes Bild machen und es ist nicht das erste Mal, dass jemand versucht, meinen Namen schlecht zu machen in SC. Ja, ich mag SC und ich finde, das ist eine gute Plattform und ich muss mich da nicht verhetzen lassen. Und eben, wie gesagt, Chris, du hast ja gemeint, du hast es an Q-Sport weitergeleitet, ist okay, dann leite es an Q-Sport weiter. Du machst hier den Stress, du bist hier die ganze Zeit am Stress fahren, du bist auch am Beleidigen und alles. Wie gesagt, die Screens habe ich auch abgeschickt, auch an Support von Secret City. Unter anderem meintest du auch noch, es gäbe eine Anzeige, da frage ich mich nur, wofür? Wofür willst du eine lächerliche Anzeige machen, dass ich die Wahrheit sage? Ja, wir können natürlich sagen, okay, wir machen eine Anzeige bei der Polizei, weil der hat da reale Details reingeschrieben über Mel oder das Verhältnis oder sonst was. Mach eine Anzeige, ich sehe es einfach so, dass ich mich da auch sozial bewege und einfach sage, diese Frau braucht Hilfe. Ja, und scheinbar kriegt es keiner mit, ja. Diese Frau wird sexuell belästigt, diese Frau wird terrorisiert in ihrer eigenen Wohnung seit 3 Jahren, wo jemand ist, der angeblich laut eigener Aussage eben auch die Mail mehrfach gegeben hat, keinen eigenen Mietvertrag besitzt, sondern sich da eben eingenistet hat. Wo die Polizei schon mal sich Gedanken darüber machen wollte, inwieweit da eine Rechtslage ist, dass der überhaupt da wohnen darf, ja. Und deshalb verstehe ich auch nicht das Problem daran, ihn auf die Straße zu setzen, ja, Chris, ganz ehrlich. Du als doch so geiler Macker, ja, wieso kriegst du es nicht gebacken, ja, so einen Arsch aus der Wohnung deiner eigenen Frau rauszubekommen, ja. So, das ist nun mal mein Anliegen dazu, ja. Und das ist nur Wahrheit, das sind nur Fakten, ja. Und Chris ist für mich ein rechtes und asoziales Arschloch, also verhält er sich, so äußert er sich auch. Und das hat er nicht nur gegen mir gemacht, auch nicht, ist das hier der erste Fall. Ihr könnt auch gerne Sunny Abelon dazu befragen oder eben auch andere User, ja, die Clan-Familienmitglieder, wo er schon drin war, ja, die Fam. Oberhäupter, ja, die werden wahrscheinlich, wenn sie den Namen Chris hören, nur. Ja. Ich habe selbst schon mitgekriegt, wie gewisse Clan-Oberhäupter, ich will es aber nicht hier alle mit reinziehen, aber es ist so, die haben ja fast einen Kotzreiz gekriegt, als sie nur den Namen Chris gehört haben. Das war noch bevor das hier alles passiert ist. Ich musste sogar Chris in Schutz nehmen, in anderen Familien, ja, und mich und meinen Clan eben als Namensschild nehmen und zu sagen, Chris hält die Füße still. Ja. Und es ist jetzt eine Schande, Chris, dass du die eigenen Leute ja hier schlecht machst und angreifst, die eigentlich deinen Arsch gerettet haben. Ja. Darüber solltest du dir mal echt Gedanken machen, ja. Falls du das überhaupt kannst, ja. Ich kann nur eben sagen, wie es ist. Es ist die Wahrheit, es sind die Fakten, die da sind. Und sollte eben noch mehr kommen, solltest du weiterhin meinen User, die Interesse haben, an meinen Clan zu kommen oder eben eine Kennenlernphase mit mir haben wollen oder eben auch eine Freundschaft haben wollen, zu belagern und denen irgendwas von mir zu erzählen, was hinten und vorne nicht stimmt, dann bekommen wir noch ein dickes Problem, ja. Du kannst gerne mit deinen Töchtern da, die also sowieso blind auch zu dir stehen, die dir auch zuhörig sind, weiterhin behaupten, ich wäre sonst was, ja. Und kannst auch weiterhin behaupten, ich wäre eine linksradikale Sau, was ich nicht bin, ja. Sondern ich bin ein sozialer Mensch, der gegen rechts steht, gegen rechts und asozial ist und auch gegen Gewalt. Und du bist ein gewalttätiger Mensch, du bist ein rechter Mensch und ein asozialer Mensch. Und du agierst auch gegen mich. Ich reagiere nur. Ja. Ich reagiere die ganze Zeit nur. Ja. Und das machen andere auch nur. Und du kriegst es gar nicht mit. Du agierst, du beleidigst, du greifst an. Und du kriegst gar nicht mit, dass wir, ja, nur reagieren, ja, auf deine kranke Scheiße. So, und das reicht jetzt auch, das Video ist lang genug. Ich wünsche allen einen schönen Tag, ja, oder einen schönen Abend, was wir auch haben, und macht euch ein eigenes Bild. Man kann mich kennenlernen, man kann normal mit mir reden, was der Christ auch redet. Ja, und ich wünsche euch einfach alles Gute und Peace.